Moinsen Kinners, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute endlich mal bei strahlendem Sonnenschein. Wir befinden uns heute in Baden-Württemberg, im ganzen Süden Deutschlands, kurz vor der Grenze. Der Bodensee ist auch nicht weit. Wir sind in Ravensburg, da waren wir letztes Jahr schon. Sarah ist auch am Start. Hier ist schon mal diese Rutsche, die wir letztes Jahr gesehen haben, wie sie zu war, weil wir zu spät waren. Heute ist die Rutsche da, wie sie zu ist, weil wir zu früh sind. Denn das Routenfest in Ravensburg, zumindest der Freizeitpark, Kirmesteil, wie auch immer, Vergnügungspark, die das hier nennen, der macht schon um 10 Uhr auf. Alter Verwalter, und das jeden Tag. Es ist natürlich dementsprechend nicht so viel los, wie es vermutlich letztes Jahr war, als wir hier waren. Da war hier der komplette Abriss am Samstagabend. Aber hier in der Gegend, in der ganzen Umgebung, finden so viele Feste statt. Jetzt nicht zeitgleich, aber so über den Sommer. Die ganzen Städte, wo wir gerade vorbeigefahren sind, hat man irgendwie auch schon mal in Kirmesbezug vor kurzem gelesen. Ich meine, wir sind an Biberach vorbei, wir sind jetzt in Ravensburg, wir sind an Laupheim vorbei, Friedrichshafen, Ulm. Alles Feste, die jetzt wirklich in kurzer Abfolge hier stattfinden. Und drei davon werden wir dieses Wochenende besuchen. Das erste ist eben jetzt hier das Routenfest in Ravensburg. Eingecremt habe ich mich, Sarah nicht. Wir werden jetzt einmal hier diesen Gang runtergehen. Da haben wir letztes Jahr schon gesehen, gab es eine maximal gute Auswahl an Essensständen. Und wir gucken, ob das dieses Jahr auch so ist. Und dann kommen wir bei den Fahrgeschäften an, die vermutlich ziemlich leer sein werden, noch um diese Uhrzeit. Aber so ein bisschen was können wir auf jeden Fall auch mitfahren. Es hat sich an der Beschäftigung schon ganz gut was geändert. Ich glaube, es gibt genauso viele Hochfahrgeschäfte und Rundfahrgeschäfte wie letztes Jahr, aber man hat einmal komplett durchgetauscht. Ja. Fast komplett. Gut, dann legen wir mal los. Ihr kriegt ein paar Eindrücke hier vom Platz, auch wenn die Stimmung vielleicht nicht ganz so gut ist wie letztes Jahr, aber die Veranstaltung ist trotzdem wunderschön. Vielleicht machen wir das einfach so wie im letzten Jahr, so ein bisschen, Sarah. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch und gucken uns mal um, weil es ist gar nicht so voll. Man kann das ja alles viel besser zeigen. Wir fangen an mit Pommes. Das ist jetzt noch nicht ganz so exquisit. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, beim Essen macht es Spaß. Findest du nicht? Warum Pommes nicht? Ja, aber nur Pommes nein. Pommes ja, aber nur Pommes ja, nein? Ja, Pommes machen schon Spaß, aber nur Pommes würde ich mir auf der Kirmes nie holen. Nee, das kann ich ja immer kriegen. Das brauche ich nicht für auf die Kirmes fahren. Dann haben wir die Pfeffermühle. Das ist ein Grill, Schwenkgrill. Dann kommt der Spätzlemacher. Spätzle, schon mal was ganz Exquisites. Gibt es nämlich nicht überall. Und dann wird es richtig exquisit. Milch. Hab mir da letztes Jahr tatsächlich eine gegönnt. Daneben das Smokehouse von Wilken. Das kennt Sarah schon. Ja, aus Goslar. Da hatten die auch Mac and Cheese, aber jetzt nicht. Vielleicht, weil der Spätzlestand direkt nebenan steht. Ja, hat man sich konkurriert oder so. Aber sehr schöne Bude, sehe ich tatsächlich so das erste Mal. Die haben auch hier diese frittierten Zwiebeln. Interessant. Flammkuchen direkt nebenan, Champignons direkt nebenan, Churros direkt nebenan. Hier haben wir Schokofrüchte, daneben Burger, daneben Wraps. Alter, das ist eine Auswahl. Das ist krass, da können wir in Nordrhein-Westfalen auf unseren Festen dieser Größe nur von träumen. Ich hatte schon zu Sarah gesagt, in Lüdenscheid 10 Tage lang. Du isst dann so 2 Tage was, hast dich so ein bisschen reingefunden und dann musst du die restlichen Tage überlegen, was du überhaupt essen willst. Hier steht so viel, dass du das gar nicht alles essen kannst in Dieses den 5 Tagen. Dieses Jahr hast du dich essentechnisch gar nicht reingefunden. Schon an Tag 1 war überfordert, was man überhaupt essen ja. könnte. Und hier gibt es dann Lokma, Baumstriezel. Dann haben wir Fisch von Wilken ebenfalls. Hier links kommen dann Mandeln, Mais, Pizzabrötchen. Hier gibt es sogar noch Döner, Crepe, Langosch und Brezeln. Und das alles nur in dieser Fressmeile. Es gibt ja auch hier drüben jetzt noch ein großes Festzelt und ja, ganz viele Gastrobetriebe, die da auch eben noch hier so haxen. Und was hattest du letztes Jahr? Hähnchen. Richtig cool. Ja, und jetzt kommen wir halt da an, wo die ganzen Fahrgeschäfte stehen. Das ist hier wirklich ziemlich krass aufgeteilt. Du hast halt einmal den Bereich, wo es eigentlich nur Essen und Trinken gibt und einmal den Bereich, wo es eigentlich nur Fahrgeschäfte und Laufgeschäfte und sowas gibt. Ja, hier hat sich ein bisschen was getan zum letzten Jahr, weil man kann auf diesen Kirmesplatz auch von hier jetzt schon drauf sehen und drauf gehen. Denn ihr seht, Octopussy ist da. Da stand letztes Jahr der Breakdance von Götzke und da hat man von hier nur auf die Rückwand geguckt. Octopussy hat seine Rückwand aber weggelassen. Das kann man jetzt auch hier von diesem Festzelt aus begehen. Ist ganz schlau, aber eben nicht ganz so cool und schön, wie es Octopussy eigentlich schon, ist. Aber wenn du dann vorne drauf stehst, nicht mehr. Ja, weil von du dann das hässliche Zelt im Hintergrund ja, siehst. Ja, hier sieht es ja jetzt cool aus. Wegen dem Riesenrad und so, ja. Aber Octopussy ist ja, glaube ich, schon mal ganz nett. Da könnte man eventuell mit anfangen. Alles klar, wir legen wieder los. Wir starten. Von der Fahrbahn zurücktreten. Neue Runde. Jetzt geht's los.
machen aus der Freude. Auf Podia, Achtung, jetzt aber. Wir bringen jetzt schon das Ganze. Achtung, na los, Freunde, fangen wir mal an zu tanzen. Ganz gemütlich zum Eingewöhnen. Jetzt geht's rund hier. Hey Freunde, hey Leute, es geht los hier. Wir machen es, wir packen es. Achtung, hey, hey, los geht's, los geht's. Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde. Achtung, hey, 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 hey. Alles klar, wir halten mit Lachen wieder. Mach hier den Stopp hier, wir halten mit Lachen. Neue Runde. Das kommt dem Breakdance am nächsten, würde ich sagen. Aber Breakdancer sind auch irgendwie gar nicht so common hier unten auf den Festen. Also klar, letztes Jahr war Götzke hier, aber ist jetzt auch kein Stammbeschicker, würde ich sagen. Auch in Ulm ist jetzt nicht unbedingt ein Breaker-Stamm vor Ort. Kommt hier öfter mal vor, dass hier keine Breakdancer stehen. Aber ja, so ein Octopussy, der kommt ja ganz gut daran. Nur, dass er auch noch hoch und runter geht. Und ja, war schön zum Einstimmen auf jeden Fall. Bisschen ungewohnt, dass der hier ohne Rückwand steht. Aber irgendwie auch mal, ich finde es cool, dass mal was anderes ist. Auch wenn die Rückwand natürlich bei ihrer mega geilen Optik viel hermacht. Mich wundert tatsächlich, dass sie den Schriftzug nicht auf die Kasse gepackt haben, weil wenn der in Düren steht, steht er ja teilweise auch so, dass er keine Rückwand aufbaut. Da fährt er übrigens als nächstes hin. Dann bauen die aber meistens noch einen Schriftzug auf die Kasse oben drüber. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber mein Gott, ist eigentlich auch egal. Ich glaube, das große Highlight dieses Jahr hier in Ravensburg, da wo letztes Jahr noch der Starflyer von Götzke stand, der Jules Verne Tower, dieses Jahr der Fortress Tower, genauso hoch, aber ein bisschen schneller unterwegs. Also hier geht es dieses Jahr im freien Fall nach unten. Generell sehr cool. Der Fortress Tower fährt eine richtig heftige Tour dieses Jahr, hält wirklich so viele Plätze. Stand jetzt hier vor auch in, ich glaube, Laupheim zuletzt, auf so einem Fest, was wirklich relativ klein ist, als richtiges Highlight. Man hat echt gefühlt fast jedes Wochenende irgendwo Platz. Und überall steht das Ding halt voll aufgebaut, auch wenn es jetzt halt nur so eine 5-Tages-Veranstaltung hier ist. Richtig cool. Und ja, wir fahren jetzt mal eine Runde mit. Nicht auf. Gefühlt wird der uns noch mal so einen Tacken schneller. Ja, das sind wir wieder an einem Stück, Freunde. Das sind wir schon wieder an einem Stück hier. Du hast dann absolut keine Wartezeiten oder so, wenn du so früh morgens hier bist. Gut, mittlerweile ist Mittag, aber die öffnen ja echt morgens. Du kannst hier quasi zum Frühstück auf das Fest gehen. Aber cool, schöne Aussicht. Muss aber sagen, aus dem Ravensburger Spieleland, im Aussichtsturm, da hat man noch bessere Aussicht. Aber da hat man nicht die Ravensburger Innenstadt gesehen. Die hat man von hier dafür gesehen. Aber im Spieleland konnte man sogar bis zum Bodensee gucken. Ja. Aber das war auf jeden Fall auch richtig cool. Ich finde das bei den Funtime-Türmen, vor allem bei dem, du fällst und fällst und denkst, jetzt müsste die Bremse kommen, aber genau in dem Moment denkst du, der wird noch schneller irgendwie. Das ist schon cool. Ja, und er sieht halt mega gut aus. Ich hatte es ja gerade schon gesagt alles. Ne? Das ist so genial, dass der jetzt einfach so eine exzessive Tour fährt. Mega. Ja. Und dass man dann auch mal die kleinen Plätze so hält, ne? Dass die auch mal in den Genuss von so einem Freefall Tower kommen. Pause bei den Temperaturen. Oh. Ja, erstmal hier so ein kaltes Getränk oder ein kaltes Eis. Da muss man sich echt öfter hinsetzen. Ja, die Frage ist jetzt Essen ja oder nein? Wir haben gerade gefrühstückt, müsst ihr wissen. Ist gut. Ja, 2 Stunden. 3 Stunden. Okay, aber es riecht so lecker hier. Vielleicht essen wir was kurz bevor wir gehen oder so. Keine Ahnung, aber wir brauchen auf jeden Fall mal eben eine Sitzpause. Das ist so, weiß ich nicht. Ich weiß noch, wo wir letztes Jahr war es, in Karls waren.
man auch so 3000 Grad gefühlt und ich habe da irgendwie 3000 Flaschen Vio leer getrunken. Dieses Wasser mit ganz viel Kohlensäure. Man muss auch hydrated bleiben. Also da muss man sich auch schon mal Zeit für nehmen. Und jetzt gibt es hier auch hier so einen Vasenwirt, wo man sich reinsetzen kann. Hier heißt es aber Routenfestzelt, glaube ich. Und ja. Sarah möchte damit eigentlich nur zeigen, dass sie kein Fan von Papierstrohhalmen ist. Strohgöffeln. Stöffeln. Heißt das Stöffel? Weil es ist ja ein Löffel und ein Strohhalm. Also Stroh kann man es nicht nennen. Papier halt. Papierhalm. Was hast du für Geschmäcker? Maracuja Blaubeere. Auch wenn es jetzt aussieht, als wäre es Waldmeister. Ja, es ist nur noch grün übergeblieben. Farbenmischen funktioniert scheinbar auch mit Slush-Eis. Mhm. Aus Blau und Gelb wird grün. You. Try again. Wir haben jetzt einmal um den Greifer geguckt, aber das ist so ein Greifer, der macht nur so Disney-Produkte und so alles, was so High-Quality-Preise verscherbelt der. Aber Sarah braucht ein Kapital. Haben schon welche. Ja, mehr als genug eigentlich. Ja, wir sind jetzt hier hinten in der Zeltecke. Letztes Jahr stand hier von Kutschenbauer, war das Kutschenbauer? Atlantis. Jetzt steht hier Happy Hour von Renz und auf dem Platz drüben steht noch das andere große Laufgeschäft von Renz. Hier das Zelt, das ist relativ groß aufgebaut und ja, der Platz, wo die Fahrgeschäfte stehen, ist eben auf zwei Plätze verteilt. Einmal eben hier auch mit auf den Zeltplatz. Das ist immer so ein schwieriger Platz hier, aber mein Gott, ja, für so ein kleines Laufgeschäft passt das, denke ich, schon immer. Im vorderen Teil steht halt dann auch noch ein Autoscooter. Halt von dem Scooter irgendwie hier nicht so viel. Da ist irgendwie keine Stimmung. Ich meine, jetzt um die Uhrzeit sowieso nicht, aber das war letztes Jahr am Abend auch nicht viel besser als jetzt gerade. Und der sieht doch irgendwie so klein aus hier, aber vielleicht liegt es auch einfach nur am Standplatz. Wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder rüber auf diesen anderen Platz, wo wirklich die ganzen Highlight-Fahrgeschäfte auch gestapelt sind. Gucken wir mal, was wir noch so machen. Da waren wir ja schon drin, aber da steht ja auch noch ein bisschen mehr. Letztes Jahr stand hier übrigens der Devil Rock. Ja. Auf dem der Platz. Topspin. Ja. Der Topspin stand da, wo die XXL-Schaukel jetzt steht, 45 Meter hoch von Cineca, werden wir heute nicht fahren. Muss man aber zu sagen, der nimmt nur 6 Euro, ist für eine XXL, finde ich, vertretbar, aber mittlerweile der Höhenrausch, der ist in Bad Wimpfen ja schon auf 7 Euro hochgegangen und auch im, der Excalibur ist in Düsseldorf auf 7 Euro gefahren, aber wir werden hier trotzdem nicht reingehen, denke ich. Trotzdem ein großes Highlight und hier an der Stelle stand eben letztes Jahr der Topspin von Bausch. Da drüben, da stand der Devil Rock und den hat man dieses Jahr ausgetauscht gegen den Escape von Körmann. Auch ein großes Rundfahrgeschäft, auch ein einzigartiges Rundfahrgeschäft. Und da gehen wir jetzt mal hin. 5 Euro kostet ein Ticket und ja, nehmen wir uns mal durch. Ja. Der sagt gute Party. Ja, war eine gute Party. Und du hast einen schön frischen Wind mal. Hier macht das Mitmachen auf jeden Fall auch Sinn. Immer schön schreien, nochmal, nochmal. Immer schön mitmachen, wenn er nochmal fragt. Und dann fahrt ihr hier auch deutlich länger als normalerweise. Das zweite Laufgeschäft steht
steht hier. Stand hier letztes Jahr ein Laufgeschäft oder eine Geisterbahn? Das Magic House. Jetzt ist das, oh, schon wieder ein neuer Name. XXL Lachhaus Hollywood. Man könnte auch noch Spaßstation darunter sagen. Aber die schieben sich das ja eh irgendwie jeden Platz neu zurecht, da gefühlt. Scheint aber ganz gut zu laufen. Jetzt so zum Beginn des Tages gehen da natürlich die ganzen Eltern, Omis, Opis mit ihren Kindern rein. Richtig schön. In der Rutsche bei den Temperaturen muss ich jetzt aber nicht haben. Nee. Ja, wir haben jetzt hier aber zu guter Letzt noch den Nightstyle stehen. Da werde ich auf jeden Fall gleich nochmal reinspringen. Ich warte auf jeden Fall noch auf ein paar Mitfahrer, weil ganz alleine möchte ich da nicht drin sitzen. Letztes Jahr stand hier nur ein 7D-Kino oder so. Jetzt hat man das auch nochmal mit einem zusätzlichen Fahrgeschäft aufgefüllt. Da drüben steht auch noch der Musikexpress von Kinzler und Schöne Seifen. Und ja, das ist jetzt quasi hier so die Mini-Topspin-Anlage. Nice, nice, nice. Hat der eigentlich noch seine Wasserspiele? Die könnte man auch mal wieder hier reaktivieren bei den Temperaturen. Ich sehe keine Wasserspiele. Hä? Ich sehe keine Wasserspiele. Ja, die hat man auch nie gesehen bei dem. Ja, aber in der Fahrt eben auch nicht. Nee. Mhm. Oben die Arme und jetzt schön mit die Hände einmal mitschaukeln, Leute. Genau so, schön mitschaukeln, genau so. Und noch ein bisschen. Und wenn du noch ein bisschen mitschaukeln, Mädels. Ja, ja, ja! So. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, das Finale ist halt geil, ne? Er hat jetzt aber tatsächlich sogar ein bisschen mehr Loopings gemacht, weil ich glaube, die haben vorher gefragt. Aber Nightstyle ist tatsächlich eines der Fahrgeschäfte, wo dieser Mythos abends ist schneller tatsächlich stimmt. Denn bei den meisten Fahrgeschäften kommt einem das nur vor, weil die Schausteller drehen schon auch immer auf. Aber hier wird abends halt wirklich mehr Gas gegeben. Da gibt es mehr Looping-Runden und so weiter. Aber die Fahrt war in Ordnung. Jetzt. Er hat zwar nur am Ende Gas gegeben, aber dafür relativ lange. Und ja, ich finde, das ist eins meiner Lieblingskompakten Fahrgeschäfte. Ich habe das ja beim Phoenix und Heartbreaker gesagt. Die finde ich genial. Aber das ist ja auch nur ein Transport. Auch mal nur irgendwie so an der Seite auf dem Platz. Nicht viel größer als so Reihengeschäfte. Mega geil. Und ja, fährt sich halt wie ein Topspin, aber eigentlich noch krasser, weil du kannst die Arme auch unabhängig voneinander steuern. Und dadurch hast du halt noch ausgefallenere Fahrfiguren. Ja, aber mega cooles Fahrgeschäft. Freue ich mich auch immer, wenn man sieht, ist halt ja nicht einzigartig in Deutschland. Es gibt ja auch noch eine weitere KMG Discovery, aber die ist ein bisschen neuer und nicht ganz so agil wie die alte Version, wie dieser hier. Aber cooles Fahrgeschäft und der erste von drei Topspin-artigen Fahrgeschäften dieses Wochenende. Nightstyle ist hier in Ravensburg. Der Topspin von Decker Shark steht in Ulm. Da fahren wir jetzt gleich noch hin. Und morgen fahren wir nach Biberach. Da steht der Topspin von Bausch. Und das alles in einer Stunde erreichbar, alles von hier. Damit haben wir Ravensburg, glaube ich, abgeschlossen. Wir gehen mal Richtung Ausgang, da gibt es auch ein kleines Fazit. Und ja.
dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, was wir dann gleich in Ulm aufnehmen. Jetzt kommt die Mittagshitze aber richtig durch. Wir begeben uns jetzt in Richtung Ausgang, der ist in unserem Fall hier. Da das Ganze aber so ein bisschen innenstadtmäßig ist, könnt ihr hier quasi überall reinkommen. Hier an der Ecke steht jetzt nochmal Joghurt. Der macht Frozen Joghurt und da kann man sich hier noch einen auf die Hand mitnehmen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich noch mal tun. Und ja, sonst Sarah, was sagst du? Hat es dir gefallen, obwohl wenig los war? Doch, ist eine richtig coole Veranstaltung. Ja, finde ich nämlich auch. Und das ist so krass, wie voll die diesen Platz hier stellen und nur so Premium-Fahrgeschäfte, ist ja der Wahnsinn. Ja, letztes Jahr war so ein bisschen mehr Thrill vielleicht, dafür ist dieses Jahr... Ich weiß nicht, so ein bisschen Abwechslung drin. Ne? Du hast von allem etwas. Du hast jetzt halt über Kopf, du hast eine Schaukel, du hast einen Freefall, du hast der Octopussy Escape, so ein bisschen für die Familie. Ja. Ja, war schon ganz cool. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr mal irgendwie in die Nähe kommt, was vom Rest des Deutschlands ein bisschen schwierig ist, ja, macht das ruhig mal. Richtig cool. Ihr könnt euch kulinarisch da verwöhnen lassen oder halt hier. So richtig, hier richtig ab. Ja, das ist richtig krank. Also generell diese Feste hier unten. Gar nicht. Ja, Friedrichshafen ja auch. Da ist ja Abriss des Todes. Und ja, die lieben ihre Volksfeste hier und das ist schon echt cool gemacht. Und ja, dieses ganze Routenfest, da ist auch noch viel mehr als nur Kirmes drumherum. Es gibt ja auch noch diese Routentrommler und sowas. Da habe ich euch letztes Jahr schon ein bisschen mehr zu erzählt. Wenn ihr euch das Video auch noch angucken wollt, klickt euch einfach mal hier oben rein. Da ist ganz viel Geschichtliches auch noch hinter und ganz viel Tradition, die hier auch noch gewahrt wird. Und ja, das haben wir jetzt ja überhaupt nicht gezeigt. Aber ihr habt jetzt mal einen kleinen Eindruck gesehen, was man hier dieses Jahr so erleben kann, konnte. Und ja, damit goodbye, bis zum nächsten Video, was vermutlich dann, wenn es nicht von unserer Sommertour kommt, aus Ulm ist. Und da fahren wir jetzt hin. Also, tschüssi. Tschüss. Die haben an Toppings mal nicht gegeizt.